Ich begrüße euch alle zu einem neuen EEB-Talk, ein Webinar der evangelischen Erwachsenenbildung, heute mit David Rödler hier direkt neben mir. Ja, David und ich, wir arbeiten schon seit längerer Zeit zusammen und haben auch einiges neu entwickelt. David ist auch sehr innovativ in diesem Bereich. Bin sehr gespannt, was er noch mitgebracht hat und was wir zum Thema innovative Webinargestaltung hier beitragen können. Es gilt das Gleiche wie bei jedem Talk. Ihr seid alle eingeladen, euch zu beteiligen, mitzudiskutieren, zu fragen. Einige sind ja per Video mit dazugeschaltet, andere nicht. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Fragen oder Rückmeldung habt, postet die einfach im Chat. Ich gebe das dann auch mit an den David weiter. Oder wie gesagt, beteiligt euch per Audio und Video. Ja, David, ich glaube, bevor wir anfangen, vielleicht einfach mal ein paar Sätze zu deinem Hintergrund. Wieso beschäftigst du dich mit innovativen Webinarformaten und was machst du so? Genau. Also zuerst habe ich mal Jura studiert. Das hatte überhaupt nichts mit dem jetzigen Thema und mit meiner weiteren Laufbahn zu tun. Aber seit ungefähr 20 Jahren bin ich mit Erwachsenenbildung beschäftigt, politische Bildung für Erwachsene und habe dann sehr schnell nach neuen Vermittlungsmöglichkeiten oder Erreichbarkeitsmöglichkeiten gesucht und da war wirklich dann ab Anfang der 2000er Jahre Einsatz von Wikis, Weblogs, also das ist dann ungefähr 2002, 2003 sind diese Tools aufgekommen, bis dann eben 2008 auch Webinare bei mir Einzug gehalten haben. Also synchrone Formen der Workshop-Gestaltung und seit dieser Zeit dann auch viele, viele Kurse, die einfach nur noch dann online stattfinden. Und mir macht es einfach ganz viel Spaß zu experimentieren, Neues auszuprobieren. Also zum Beispiel ist es gerade ein Online-Barcamp in Planung, das im März stattfinden wird zu digitaler Jugendarbeit. Oder auch Beteiligung, innovative Beteiligungsprojekte und Jugend gemeinsam mit einer Einrichtung in Wien. Und es wird nur online stattfinden, also partizipative Online-Veranstaltung. Auch neu in dem, was ich ausprobiere, ist VR, Virtual Reality. Also hier ist klar, hier haben wir den 2D-Raum. Das mal kurz. Ja, das ist klar, das ist hier 2D. Und so sieht es aus, wenn ich unterrichte. Genau, jetzt hatte ich nicht ausgeschaltet, aber ist nicht so schlimm. Das ist also mein Universitätskurs. Die Untertitel hatte ich nämlich nicht ausgeschaltet. Aber ich finde das auch irgendwie eine spannende Funktion übrigens von YouTube. Also bitte entschuldigt, wenn ich da jetzt gerade springe. Nein, nicht von YouTube, von PowerPoint. PowerPoint kann nämlich Live-Untertitelung machen. Nur wenn es online ist oder auch wenn es offline ist? Auch wenn es offline ist. Das hat nichts mit online zu tun. Ich zeig euch das kurz. Man kann hier bei PowerPoint die Untertitel einschalten. Genau, ich müsste sogar noch das bessere Mikrofon einschalten, dann wird es nochmal besser. Die Erkennung, das richtige Mikrofon. Und was auch möglich ist, man kann dann auch, ich würde sagen, gesprochene Sprache Deutsch und ich kann dann auch auf Englisch übersetzen lassen. Das heißt, das würde dann so aussehen, wenn ich dann Deutsch spreche, dann wird alles sofort auf Englisch übersetzt. Naja, so halbwegs zumindest. Das sollten die mit Diebler verbinden. Ich kann es nochmal auf Deutsch machen, dann kann man es nochmal besser erkennen. Aber übrigens, also diese Funktion wird jetzt auch dann eingebaut
in Zoom, beziehungsweise gibt es das schon als Beta-Test für die englische Sprache und wahrscheinlich dann auch bald auf Deutsch, dass also Webinare oder Online-Meetings Live-Untertitelung bekommen können. Das ist klasse. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit für Zugänglichkeit. Gut, aber ich schalte das jetzt aus, weil mich das einfach irritiert. Und ich wollte ja ganz was anderes zeigen. Nämlich. Hat sich für mich heute schon gelohnt. Super. Nämlich wie das neue Thema ausschaut. Ich komme hier noch in die falsche Präsentation. Ah, na, wunderbar. Seht ihr hier mein Chaos? Das wollte ich zeigen. Nächste Woche gibt es dann das Webinar Ordnung auf dem Desktop. Ja, genau. Ich melde mich an. Tobias, kurze Zwischenfrage. Hat das EEB virtuellen Twitter-Handle? Nee. Nee, schade. Ich wollte euch gerade bewerben. Also, du kannst natürlich den Hashtag benutzen, aber ich sag mal, einen eigenen Twitter-Account haben wir nicht. Okay, alles klar, dann kriegst du einen Hashtag. Fantastisch. Ja, also das, was jetzt irgendwie neu dazugekommen ist, für die Live-Kommunikation ist Virtual Reality, also dazu ist es sinnvoll, wenn man so ein Headset hat. Und dann ist dort ganz viel möglich, nämlich auch an Live-Kommunikation, so wie auch die Online-Meetings live sind. Aber die Teilnehmenden werden dann repräsentiert durch Avatare, aber man kann dafür gemeinsam durch alle möglichen Räume oder Welten spazieren, sich gemeinsam irgendwas anschauen und natürlich ganz wichtig interagieren, miteinander sprechen oder sich die Hand geben oder sich gar umarmen oder was auch immer. Ja. Aber das vielleicht eher am Rande. Was ich mitgebracht habe für heute, wäre ein bisschen Technikspielerei, also Kamera, Mikrofone, Möglichkeit für mobile Webinare, also einerseits Hardware, aber andererseits können wir uns, also das ist ganz wichtig, überlegen, Einsatzmöglichkeiten. Ja, wo kann das also was für Bildungsformate ergeben sich dadurch? Genau. Also ich denke, es ist ja auch immer eine gute Mischung, ich sag mal, was ein Webinar ausmacht. Einerseits die technische Seite, die spielt eine ganz große Rolle. Dann natürlich auch die, ich sag mal, methodisch-didaktische Geschichte und dann der Kontext, wo es eingebaut wird. Und ich würde jetzt gerne am Anfang von euch jetzt einfach auch mal wissen, wo liegen denn jetzt eure, ich sag mal, Interessen? Was würdet ihr denn jetzt gerne im Rahmen von diesem Webinar jetzt mal mitbekommen? Ich habe jetzt mal so eine Umfrage, die bei euch jetzt aufploppen sollte und würde euch mal bitten, hier mal kurz mitzumachen, wo wir denn gerne eure Schwerpunkte oder wo ihr gerne eure Schwerpunkte sehen würdet. So, wunderbar. Noch 10 Sekunden. Jetzt müsste man irgendwie noch so eine Jeopardy-Musik im Hintergrund abspielen lassen können. Gut, ich glaube, da tut sich jetzt erstmal nichts. Das als schnelles Feedback. Ich gebe das Resultat mal frei. Und ja, der Schwerpunkt liegt hier natürlich Webinartechnik, nützliche Erweiterungen. Das ist ja auch das, was du auch schon angekündigt hast. Und dann auch interessant, Auswirkungen der Software auf Kommunikation in der Gruppe, werden wir auch auf jeden Fall mit drauf kommen oder drauf zu sprechen kommen.
Ja. Jetzt vielleicht bevor wir starten, machen wir noch eine kurze Vorstellungsrunde, oder? Genau, richtig. Keine ganz große Runde. Ich würde einfach gerne ein paar Worte zu allen, die hier da sind, hören. Ja? Soll ich das moderieren oder magst du? Nee, kann ich gerne machen und vielleicht fangen wir einfach links oder fangen wir hier direkt neben mir mal an. Martin, würdest du dich mal vorstellen, ein paar Sätze zu dir sagen? Ja, ich bin Martin, Evangelische Stadtakademie in Köln. Seit gut 5 Jahren hier in der Bildungsarbeit und ich beginne jetzt mit Online-Geschichten sozusagen. Also ich habe schon mal kleine Seminare ausprobiert. Das habe ich gemacht zusammen mit dem Jörg Urbstadt von der Nordkirche, vom Männerforum der Nordkirche. Der ist hier auf YouTube sehr aktiv. Und wir beide haben einfach mal angefangen, so ein bisschen zu gucken, wie wir in unseren Kontexten kleine Seminare einsetzen können. Also so 1-Stunden-Seminare. Habe jetzt schon 3 gemacht. Wir haben vorher Vitero genutzt oder mal versucht. War nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Von der Optik sehr schön, aber vom Handling hat es nicht geklappt. Und jetzt haben wir einen Zoom, also ich habe jetzt einen Zoom-Account, einen Professional Zoom-Account. Aber ich bin Newbie, also deshalb lechze ich nach jeder Idee, nach jedem kleinen Ding. Einmal Lars muten, bitte. Genau, Lars macht ganz viel Lärm. Ja. Ja, jetzt ist gut. Okay, das war's. Ich habe deinen letzten Satz einfach nicht verstanden. Kannst du ihn nochmal wiederholen? Also ich suche im Grunde nach allem, nach allen Erfahrungen, nach kleinen Tipps, nach großen Ideen. Ich bin da gerade sehr, sehr offen. Okay. Super. Okay, alles klar, vielen Dank. Elene, würdest du weitermachen? Ja, kann ich machen. Ich bin römisch-katholische Theologin. Ich arbeite in Bremen in einer Großpfarrei mit so knapp 9000 Seelen. Mein Schwerpunkt ist Bildung, Erwachsenenbildung, Glaubenskommunikation. Ich bin aber an diese ganze Sache, wie zeichne ich Vorträge auf, wie mache ich die zugänglich eher über mein Engagement in der WordPress-Community gekommen, weil wir unsere Camps dort immer aufzeichnen. Ich bin da auch im TV-Team. Also wir schauen immer, wie kriegt man möglichst idiotensichere Kids beisammen, die Leute, die nicht viel Erfahrung haben, nutzen können, um Vorträge ganz schnell aufzunehmen, gut aufzunehmen, Folien aufzunehmen und die auch ganz schnell zu publizieren, ohne dass sich dann noch jemand mit Premiere oder so dran setzen muss. Ja, und Webinare mache ich immer nur in der freien Variante von Zoom, also maximal 45 Minuten, weil ich dafür kein Budget habe. Und die dienen mir vor allem, um Ehrenamtliche so auf den Stand zu bringen bei Sachen oder Ähnliches. Also dann lade ich ein nach dem Motto, ihr könnt euch jetzt live beteiligen oder könnt es hinterher gucken. Ja, solche Sachen. Also noch nicht im vollen Format Bildung, sondern eher Information, ohne dass man groß dudeln muss, wer kann denn jetzt an welchem Ort zusammenkommen. Das ist bei einer Großpfarrei halt mittlerweile auch einfach echt anstrengend. Mhm. Eine halbe Stunde abends mal kurz vorm eigenen Schreibtisch aus, das kann die Kerngruppe schon. Okay. Und so deine Erwartungen oder dein Hauptwunsch für heute? Ja, ich habe nach Erweiterung geklickt und natürlich auch die Frage, welche Auswirkungen Software auf Gruppendynamik hat oder Gruppenkommunikation. Also das habe ich als relativ ähnlich empfunden, aber so nach dem Motto, wo sind eure Erfahrungen, dass dieses medial Vermittelte stört oder hindert? Ja. Oder da, wo ihr sagt, boah, damit wird auch Sachen möglich, die in Live-Setting nicht so laufen würden. Mhm. Okay, vielen Dank. Annegret, würdest du weitermachen? Ja, ich bin vom Referat Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, also übergemeindlich tätig, konkret auch mit der Seniorenarbeit befasst und mich interessieren sehr hybride Veranstaltungen. Also wie kann ich Leute, die nicht zu unseren Veranstaltungen kommen können, weil sie eingeschränkt sind in der Mobilität, wie kann ich die beteiligen? Und das ist natürlich eine Riesenhürde oder gibt es viele, viele Hürden, vor allem auf der technischen Ebene, auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer. Ja, aber trotzdem bin ich wild entschlossen zu experimentieren. Und natürlich interessiert mich jetzt hier, wie Elaine auch, einfach so die Frage, wie kann man gruppendynamisch ja, also auf dieser Plattform hier arbeiten. Mhm.
Okay, vielen Dank. Michael, würdest du dich vorstellen, wenn du möchtest? Warte mal, jetzt. Ton einstellen, genau. Jetzt, ja. Mein Name ist Michael Drabe. Ich komme nicht aus der theologischen Welt, ich komme aus der Schulwelt. Bin seit einem halben Jahr im Unruhestand. Das heißt, ich habe den großen Luxus, mich selbst zu organisieren. Mich treibt die Fragestellung um, wie kann wir Schulen mehr mit der digitalen Welt vertraut machen. Mich treibt um, dass zurzeit die Diskussion rund um Digitalpakt sehr stark Infrastruktur, sehr stark App, sehr stark Technologie-minded ist. Und die ganze Diskussion kaum sich darum kümmert, wie können wir eigentlich unsere Lerngruppen besser bedienen, sowohl im unterrichtlichen Bereich wie im individuellen Bereich. Das wird immer gern genannt. Also ich bin regelmäßig in Twitter unterwegs, kriege das immer mit. Es muss doch ums Lernen gehen, aber die gehen ganz schnell über wieder in irgendwelche App-Diskussionen. Also das macht mir keinen Spaß und ich habe jetzt eine eigene Webseite generiert, schuleindigitalenwelt.de, wo ich versuche, den völlig anderen Weg zu gehen. Das ist sicherlich dicke Bretter bohren, weil die Wege, die ich dort aufzeige, kosten Mühen, kosten Arbeit. Und ich überlege mir aktuell, inwieweit ich mit Webinaren und Podcasts vielleicht mich der Welt näher bringen kann, indem ich einfach so formuliere, wie ich es jetzt hier tue, und dann einfach etwas erzähle, so von meiner Gedankenwelt, und die Leute einlade, vielleicht mit mir in Kontakt zu kommen, in kleinere Webinare, also auch in 45-Minuten-Webinar, weil Zoom kostet mich dann eben auch nichts, ich dann eben da vielleicht reinkomme. Und zurzeit bin ich sehr unterwegs mit Podcasts, mir zunächst mal alle anzuhören, und mich nervt total die Qualität. Ich habe keinen Spaß daran, wenn interviewt wird und man sich tierisch anstrengen muss, die Leute zu verstehen, die aus dem Telefon irgendwo herkommen. Und ich bin heute hier hingekommen, letztlich durch David, der einfach mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das heute etwas hier stattfindet. Und ich würde gerne einen Tipp bekommen wollen, wie, wenn ich da mal vorhabe, jemanden zu interviewen, wie ich ein vernünftiges Interview führen kann, was technisch angemessen wirkt. Und hatte schon gefragt, ob das mit Skype geht oder mit irgendwelchen anderen Methoden. Und da erhoffe ich mir heute, David, dass ich da irgendwo einen Tipp kriege von dir. Machen wir. Wunderbar. Habt ihr was in den Chat geschrieben? Bitte? Elen hat gerade was in den Chat geschrieben. Oh, okay, alles klar. Ja, ich bin nicht multitasking-fähig. Ich muss mich mal hier auf die ganzen Dinge konzentrieren. Auch mit Zoom bin ich jetzt zum zweiten Mal unterwegs. Auch das ist für mich sehr, sehr unruhig. Ich versuche hier irgendwie mit der Technik klarzukommen. Ich glaube, es geht irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, wie mein Bild ankommt. Ist das okay so? Ich hatte nämlich alles super. Alles gut. Wunderbar. Dann brauche ich mir keine neue Webcam kaufen. Super. Nein, super. Elaine, super. Ich bin nämlich auch budgetabhängig. Also ich möchte auch nicht so furchtbar viel investieren. Mich kostet auch diese Online-Präsentation einiges. Und ich will da hier das irgendwie ein bisschen reduziert wissen. Wobei ich schon denke, es lohnt auch in stabil funktionierende Technik zu investieren. Also das haben wir in der WordPress-Community gelernt. Also wer billig kauft, kauft doppelt. Ja. Also vielleicht lieber gescheit Elaine, investieren. Entschuldigung. Ja, Elaine, vielleicht können wir erstmal bei der Vorstellungsrunde bleiben. Und also dieses Thema mit Budget, das Gespräch führe ich jedes Mal, wenn ich die Arbeit vorstelle. Das kostet doch so viel Geld. Da werden wir nachher Raum finden, drüber zu reden. Ja, und dann nehme ich auch gerne deinen Impuls mit auf. Aber vielleicht machen wir die Runde gerade fertig. Wir haben noch den Lars und dann haben wir noch die Else und die Nicole und den, nee, was habe ich? Genau. Lars, ich würde dir jetzt das Wort noch geben. Ja, moin moin aus Hamburg. Ich stehe tatsächlich vorm Rauen Haus, wie man sieht, wo ich auch tätig bin in einem Schulabstinenzler-Projekt. Aber ich bin heute hier online mit dabei, weil ich im Mentoring Hamburg aktiv bin. Und da sind wir in der ehrenamtlichen Koordination, Fortbildung, Management tätig. Und ich Webinare ist eine sehr interessante Möglichkeit, um Ehrenamtliche zu schulen und die sehr zeitnah zu Hause sehr schick abzuholen. Deshalb dachte ich, ich steige mal heute hier so in die Thematik ein und gucke mir, was die Fachleute dazu sagen. Alles klar, super. Sehr, sehr, sehr schön mit der Kastanie oder so und im Hintergrund das schöne Haus. Das ist das raue Haus. Also. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt haben wir noch die Else und die Nicole. Else, möchtest du dich vielleicht auch vorstellen?
Also moin aus Pinneberg, nördlich von Hamburg. Ich bin Bildungsreferentin für Umwelt und Nachhaltigkeit im Christlichen Jugendwerk. Wir sind in 3 Bundesländern zuständig und da kann man sich vorstellen, dass es sehr schwierig ist, die Leute immer zur Schulung zu bewegen, vor allem, weil viele so wenig Zeit haben noch. Und deswegen denken wir halt darüber nach, dass wir auch Webinare nutzen als Möglichkeit, dass jeder irgendwie auf dem Sofa mit dem Baby oder wie auch immer daneben teilnehmen kann, einfach an Schulungen und aber auch an unseren Gremiensitzungen. Also jetzt ist das mittlerweile sehr schwierig geworden, weil die Wege weit sind. Von Uelzen bis Flensburg ist schon eine Strecke, die man nicht unbedingt so schafft. Genau, und ich bin da heute Morgen, mein Mann hat mich darauf hingewiesen, dass es dieses Webinar gibt, ganz spontan sozusagen. Das heißt, ich habe mir sonst noch nicht viel weitere Gedanken gemacht. Bin einfach gespannt, was jetzt weiterkommt. Prima. Und gut, dann hätten wir noch die Nicole noch in der Liste. Möchtest du dich auch noch vorstellen, Nicole? Jetzt Nicole. Ich glaube, da läuft irgendwas anderes. Das kann gut sein. Okay, gut. Ja, prima. Kam noch was in den Chat? Okay, gut. Ja, dann erstmal herzlichen Dank für diese Vorstellungsrunde und dann würde ich, David, dir einfach jetzt erstmal das Wort geben. Gut, ich mache hier mal wieder auf. Genau. Also ich finde es so spannend, wie sich diese Welt so schnell ändert. Ja, und die Geschwindigkeit nimmt ja noch eher zu. Und ich denke, allein auch, wenn man dieses Bild mit diesem hier vergleicht, dann sieht man, dass das eine ganz andere Gruppendynamik ergeben kann. Und das ist zumindest erstmal, hier wird die Hierarchie wird hier super deutlich, wenn ich unten stehe und alle sitzen ganz hinten. Und wenn die alle auf einer Ebene sind, dann hat das eine Auswirkung auf das ganze Kommunikationsgefühl. Und was man hier auch noch sieht an der rechten Seite, da werden gerade die Breakout-Sessions vorbereitet. Also ich kann die ganze große Gruppe in Kleingruppen unterteilen. Und das finde ich fast irgendwie die faszinierendste Funktion bei Zoom, dass dann alle irgendwie zu dritt oder zu viert oder wie auch immer groß sprechen können für 10 Minuten oder eine Frage bearbeiten und dann wirklich wieder innerhalb von Sekunden zurück sind. Ja, auch den Spaß, den man haben kann in Online-Meetings, ich glaube, das wird hier ganz gut deutlich. Wir hatten kürzlich auch, ich glaube, das habe ich in der anderen Präsentation drinnen, eine digitale Vernissage. Und da haben dann alle gleichzeitig die Flasche Sekt geöffnet, die sie zugeschickt bekommen haben. Das sieht man hier. Ja, also das war ein höchst irgendwie persönliches eigentlich Event. Ja, jetzt kann natürlich, ich muss dem Michael recht geben. Also es geht nicht um Hardware oder Apps oder Software. Es geht um das, was man irgendwie als Format daraus anbieten kann oder methodisch damit mit tun kann. Und aber trotzdem braucht es ein bisschen Hardware und nach Möglichkeit auch nicht die billigste. Also klar ist halbwegs schneller Computer. Das Gute ist, dass Zoom auch auf Linux oder Chromebooks oder auch auf allen mobilen Endgeräten super läuft. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt für Webmeetings oder was auch immer man mit dieser Software macht, ist ein gutes Mikrofon. Dass man gut und klar verstanden wird und dass das Mikrofon nah beim Mund ist und nicht irgendwie. Ich kann euch ja mal kurz anhören lassen zum Vergleich, wie das klingt, wenn ich jetzt das externe. Das ist ein gutes Mikrofon, ja, das eingebaute Mac-Mikrofon.
Das klingt wahrscheinlich auch gut, oder? Nicht ganz so gut. Ja, also das... Das ist dann doch einfach viel konkreter. Und da bin ich näher an euch dran. Und klar ist, diese Nähe ist ein Teil auch von Beziehung, die hergestellt werden kann. Und hat psychologische Auswirkungen auf unseren Kommunikationsprozess. Ja, dann finde ich super, auch unterschiedliche Kameras einzusetzen und auch das Smartphone zu verwenden. Und das sind jetzt ein paar Roboter, habe ich jetzt nicht mit, weil ich unerwarteterweise auf Reisen bin, aber ich kann es zumindest zeigen und erzählen davon. Also vielleicht das Erste, was ich gerne zeigen würde, ist, was es bewirkt, wenn man eine zweite Kamera einsetzt. Ja, dann kann ich plötzlich euch zeigen, wo ich gerade bin. Ja, das ist der Blick zum Fenster raus. Ja, ich bin gerade in Krems in Niederösterreich an der Donau. Gibt hier guten Wein. Und die Kamera hier hat sogar Möglichkeit für Zoom. Ja, also ich kann hier rein und rauszoomen. Also irgendwie allein irgendwie eine neue Perspektive auf irgendwas oder andere Perspektive geben und nicht das Statische irgendwie nur vor dem Computer sich befinden. Ja. Oder was auch witzig ist bei der Kamera, also ich bin hier im Hotelzimmer, das ist nicht mein Zimmer. Das Headset, das ich habe, ist ganz mobil über Bluetooth. Das heißt, ich kann mich im Raum bewegen. Und die Kamera schafft es auch noch, mich dann einzufangen. Also egal, wo ich mich jetzt hinbewege, also ich stecke mich irgendwo. Sie folgt mir. Ja. Die Bluetooth-Verbindung, die kommt so langsam an die Grenzen, wenn du in der Ecke bist. Ah, okay. Jetzt wieder besser? Ja, ja. Okay. Super. Ja, also das sind... Ich kann zeigen, was das für eine Kamera ist. Die ist nämlich irgendwie recht klein und fein. Ich tue mal das Bild wechseln und dann sieht man, das ist diese Kamera gewesen, die ich gerade verwendet habe. Ja, kleines Stativ. Und habt ihr Fragen dazu? Also mich, Martin. Würde interessieren, du hast also die Webkamera an deinem Laptop und du hast diese zweite zusätzliche Kamera. Wie schaltest du die um? Wie geht das? Genau, also die ist einfach als zweite Kamera über USB angeschlossen und umschalten kann man das in Zoom. Man kann genauso, wie man unterschiedliche Mikrofone auswählen kann, kann man alle Kameras auswählen. Okay. In der Software Zoom. Das ist bei Video abbrechen rechts daneben das kleine Dach. Unten links. Hat man eine Frage, kann man da irgendwie vorher was testen? Also du bist sehr routiniert, das kriegt man mit. Kann man das vorher irgendwie, wenn man Zoom als Admin bewegt, kann man das vorher trainieren, testen, wie sowas funktioniert? Klar, also ich hab zum Beispiel jetzt zur Sicherheit noch dabei ein iPad, das steht daneben. Und auf dem iPad wird mir immer sofort das Bild angezeigt. Ja, das ist also auch mit separatem Netz jetzt sogar drinnen. Und dann habe ich also immer sehr gute Kontrolle, was kommt bei euch an. Und so kann ich es natürlich auch alleine ausprobieren. Also das ist ganz klar. Das iPad ist mit einem Schnittstellenkabel verbunden. Da hängt ein Kabel jetzt dran, aber das iPad ist eigentlich ganz frei. Das hat sogar einen LTE-Hotspot mit drinnen. Also das ist nochmal ganz was Unabhängiges. Aber das ist auch schon eine Luxusvariante. Ja, klar. Und manchmal, was auch sehr praktisch ist, manchmal dient mir das iPad dann einfach als zweiter Monitor. Ja. Und dann gebe ich diesen Bildschirm eben frei, den zweiten Monitor und habe euch dann immer noch so wie jetzt groß im Bild. Ja, und die Freigabe, der freigegebene Bildschirm überdeckt dann nicht die Kursgruppe.
Ja, weiterhin sehen. Ja, halbwegs nachvollziehbar? Ja. Ja, dann vielleicht gleich anschließend die nächste Spielerei. Das ist Smartphone. Und in der Hand habe ich ein Gimbal. Und also Smartphone, wissen wir, funktioniert halbwegs gut. Also Else zum Beispiel ist gerade mit Smartphone drinnen. Genau, und Lars hat uns so gut zeigt den Herbst in Hamburg. Aber Smartphone wackelt. Ja? Und Gimbal ist jetzt ein Stabilisator, der gar nicht so teuer ist, kostet nämlich 100 Euro. 100 Euro. Und kann ich auch drehen. Und ihr seht jetzt schon, ich kann das bewegen. Ja, und das Telefon drauf bleibt ruhig. Und jetzt habe ich schon mich hier auch mit eingeloggt in das Meeting. Kann die Kamera jetzt drehen. Jetzt tue ich das in den Vordergrund holen. Genau, jetzt seht ihr mein Computer und Schreibtisch hier aus der Smartphone-Perspektive. Oder sollte auch groß sein jetzt, oder? Groß im Bild. Ja, ist groß. Ja, und jetzt kann ich euch nochmal irgendwie hier einen Blick aus dem Fenster zeigen. Und das Feine ist eben, ich kann mich bewegen in diesem tollen Hotelzimmer. Das ist natürlich jetzt nicht so richtig interessant. Aber das, was ich zeigen will, ist eben, dass ich ein ruhiges Smartphone-Bild bekomme. Ja, obwohl ich hier ein paar Schritte vor und zurück gehe. Und die Idee könnte also sein, und das haben wir auch schon oft gemacht, dann Museumsbesuch auf die Art. Oder ich könnte jetzt rausgehen auf die Straße und wir könnten machen einen Stadtrundgang. Und wir könnten uns dann also über den Ort unterhalten, an dem ich gerade bin. Ja, und jetzt kann man sich also unterschiedliche Anwendungsfälle denken, für die das interessant sein kann. Ja, ich gehe wieder raus. Ist das okay? Ja, sicher. Aus der Geschichte. Habt ihr Ideen, was man damit machen könnte? Oder was ihr dort, also vielleicht für eure Zielgruppen oder Themen? Vielleicht, David, muss man die Idee des Gimbals gemeinsam mit dieser Box einfach auch mal vorstellen. Und zwar ist dies hier, das ist jetzt von Bose, eine Bluetooth-Box mit Mikrofon. Kostenpunkt so zu 70, 80 Euro gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Und die hat natürlich den Vorteil, ich kann mich per Bluetooth hier direkt mit dem Smartphone verbinden. Und ich habe nicht nur den Klang, also ich höre nicht nur, sondern ich kann über das Mikrofon auch reden. Das heißt, ich habe Konferenztechnik, die nehme ich dann in Verbindung mit dem Smartphone direkt raus und bin dann komplett mobil. Und ich glaube, das gibt jetzt einfach nochmal ganz viele Ideen, was man damit machen kann, wenn ich eben nicht mehr kabelgebunden am Computer bin, sondern wirklich den Raum verlassen kann. Genau, also ich könnte dieses Headset, das ich jetzt hier verwende, das ist ja genauso Bluetooth, kann ich natürlich auch mit dem Smartphone verbinden und damit dann auf die Straße gehen. Ja, also die kleine Lautsprecher jetzt von Tobias hat den Vorteil, dass da mehrere Leute dann noch mitmachen können. Ja, du hattest danach gefragt, was man damit möglicherweise machen kann. Ja. In meiner Informatik AG Tag der offenen Tür immer vorbereitet, indem wir mit Kameras durch die Schulgänge gegangen sind, das aufgezeichnet haben, dann digitalisiert haben und das dann eben online gestellt haben, um Eltern schon mal vertraut zu machen mit unserer Schulwelt, unserer Gebäudewelt, sodass sie sich dann entsprechend orientieren konnten
Wir haben Software eingesetzt, wo man dann eben mit Pfeilen nach rechts und nach links gehen konnte. Da sehe ich jetzt natürlich mit der Technologie, die du jetzt gerade eben vorgestellt hast, viel mehr Möglichkeiten. Allein den Aufwand, den wir treiben mussten, um das alles zu digitalisieren, das war enorm. Wir haben mehrere Tage gebraucht. Das dauert ja hier maximal Sekunden, bis das Ding, das kann ja im Grunde genommen gleich gestreamt werden und hochgejagt werden. Also ja. so eine Anwendung könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und das hat das die Möglichkeit für Interaktion. Ja. Es ist also kein nur Video, sondern... Vielleicht auch noch zu der Podcast-Frage. Ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass man, ich meine, Podcast ist ja nichts anderes als Audioaufzeichnung und man könnte auch Videopodcast machen. Also Zoom mit guten Mikrofonen, also zum Beispiel die Lösung, die Elen vorgeschlagen hat, kann ein wunderbares Podcast-Tool sein. Ja? Meine Frage ist eher, wie kriege ich, wenn ich jemanden interviewe per Telefon, wie kriege ich den glasklar in dieses Telefon? Telefon bleibt immer eine schlechte Qualität. Ah, okay. Ja, ja, aber dieser Rodecaster Pro hat halt einen spezifizierten Eingang eben auch, der sozusagen das Telefon relativ gut automatisch, also das Handy, also den digitalen Anruf relativ gut automatisch pegelt. Deswegen habe ich das Ding vorgeschlagen. Aber ja. Ja, Telefon besser ist es natürlich immer, wenn du schaffst, die Interviewpartner in ein Zoom-Meeting zu bekommen und die ein gutes Mikrofon auch noch haben. Okay. Also der Rodecaster Pro kann auch ganz gut Skype abgreifen, ohne Probleme. Was kann das abgreifen? Skype. Ah, okay, Skype. Okay. Ja. Ja, muss ich mir anschauen. Ja, genau. Ja. Danke für den Tipp, Ellen. Ja, bitte. Ja, genau, vielen Dank. Genau, ich wollte gerade einfach auch mal demonstrieren, Telefon in Verbindung mit Zoom, weil man kann bei einer Zoom-Videokonferenz sich ja auch per Telefon auch einwählen. Und das wollte ich jetzt gerade mal machen, um euch dann einfach auch mal den Audiounterschied zu zeigen. Es ist immer schöner, wenn man etwas mal direkt sieht oder auch hört. Gleich wieder da. Ja, also das ist auch eine ganz tolle Zugangsmöglichkeit in technischer Hinsicht, dass man sich kurz fragen, wie macht er das jetzt gerade? Wie wählt er sich da jetzt ein? Ja, man kann unten links habt ihr Stummschalten, die Mikrofontaste, ja. Und rechts daneben ist dieses kleine Dach. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr recht bald unten auf Telefonaudio umschalten. Und dann kann man sich sogar anrufen lassen, aber besser ist es, man ruft dann die Telefonnummer an, die dort angezeigt wird. Ja, müsst ihr auswählen das Land, in dem ihr euch befindet, und dann bekommt ihr drei deutsche Telefonnummern zur Auswahl. Wo wird denn da die Telefonnummer angezeigt? Ja, kommt dann. Ich kann es mal zeigen dann noch. Okay. Ja. Hallo Tobias. Jetzt bist du da. So. Ja, jetzt bin ich über Telefon da. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Box und auch da hier das Mikrofon ist jetzt stumm geschaltet. Und ja. Ich höre euch jetzt über das Telefon und spreche auch über das Telefon. Genau. Es klingt nicht ganz so gut, aber es klingt wie Telefon, aber es geht gut. Aber ist klasse. Gemessen an dem, was ich bisher gehört habe, ist das richtig klar. Wirklich? Ja, klar. Ja, also wie gesagt, und also das ist auch so die Erfahrung. Ich habe viele Webinare, also gerade in Regionen, wo Internet nicht so ausgeprägt ist. Man sagt zwar immer, man hat 98% Abdeckung, aber ich habe manchmal das Gefühl, die 2%, die begleiten mich auf meinen Arbeitsalltag, wo ich immer bin. Da ist jedenfalls oft kaum Internet. Und da sind immer Leute dabei, die sich per Telefon einwählen und auch mitreden. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut bei dieser Software. Sag bloß, du warst gerade im Hochreismar. Also, ich würde hier mal wieder auflegen und komme dann per gewöhnliches Internet-Audio wieder dazu. Ja, sehr gut. Ich habe auch noch eine Frage zu dem Einwählen per Telefon. Ja, bitte. Ja. Also die Funktion kenne ich. Ich habe gerade mal auf diesen kleinen Pfeil geklickt und habe jetzt gemerkt, die Einwahlnummer ist eine 43er-Nummer, also Österreich. Man kann das umstellen auf Deutschland.
Das habe ich nicht gefunden. Ich hatte das schon mal, da war der Host in Amerika und da war natürlich eine USA-Nummer da. Wenn ihr geht auf Telefonaudio umschalten, ich habe ja 50 verschiedene Länder drauf und auch Deutschland. Nix? Ah, warte mal. Genau, auf die Länderfahne klicken. Alles klar, okay, danke. Genau. Gut. Ja, wunderbar, super. Annegret, glaube ich, hatte auch eine Frage. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Gimbal-Smartphone-Konzept. Einfach mal durchdacht an der Idee des Museumsbesuchs. Also ich stelle mir vor, dass ich doch jemand brauche, der irgendwie zu Hause mit stabilem WLAN sitzt und moderiert. Und dass eine Person oder dass man mit einer Gruppe unterwegs ist im Museum. Ja. Oder? Weil, also man kann ja nicht per Smartphone jetzt irgendwie alles organisieren. Und genau. In der Regel sind ja in öffentlichen Gebäuden, ist man nicht so sicher, ob man da wirklich durchkommt. Ja, genau. Also erstmal natürlich vorher ausprobieren, ob die Netzabdeckung gut genug ist. Natürlich auch das Museum fragen, ob das okay ist. Und dann natürlich auch jemand zu Hause mit stabiler Internetverbindung, der oder die dann das Ganze moderieren kann. Und auch die Gruppe am besten zur Gänze online. Ja, also da ist Hybridgruppe ein bisschen schwierig. Also da ist dann am besten, man ist alleine im Museum und kann dort durchgehen und zeigen und besprechen und mit den Teilnehmenden, die zu Hause alle sind, dann interagieren. Okay. Mit der Moderationsunterstützung von irgendjemandem. Mhm. Ja, aber dann klappt das und in dem Setting waren wir sogar auch schon gleichzeitig in zwei Museen und haben verglichen oder in zwei Kirchen. Ja, das Schöne ist ja in diesem Setting dadurch, dass die Mobiltelefone ja über LTE oder WLAN vor Ort online gehen. Man ist ja regional nicht gebunden. Also das heißt, David kann in Salzburg sitzen, ich in Darmstadt und Annegret, du kannst dann bei dir dann irgendwie was machen. Wir können das trotzdem zentral bündeln. Wir sind ja regional unabhängig und das, finde ich, ist halt wirklich klasse. Also wir hatten einmal eine vergleichende Architekturführung. Das war zweimal der gleiche Baustil, ja, eine brutalistische Kirche in Köln und die andere in der Nähe von Wien. Ich habe nochmal eine Frage zur Software auf den Smartphones. Die muss dann runtergeladen werden. Die gibt es sowohl als iPhone wie auch als Android-Lösung. Ja, die gibt es als App für beide. Danke. Ich hatte noch eine Frage zur Moderation, auch wenn man Menschen am Telefon mit dabei hat. Also je mehr das werden, oder einfach ein Kommentar auch zur Moderation. Man muss dann auch ganz klar Leuten das Wort erteilen. Da viel, viel straffer mit umgehen, je mehr Leute das werden. Klar. Vielleicht hast du da auch noch mal einen Kommentar zu, wie man da am besten mit umgeht. Klar. Also ich glaube, wichtig ist, so wie ich das jetzt versuche, die Gruppe zu beobachten, Und zu sehen, Annegret wird unruhig, hat vielleicht eine Frage und dann wirklich drauf eingehen. Also sagen, Annegret, Frage, bitte. Ja. Und das ist halt mit, wenn Leute mit Telefon teilnehmen, nochmal schwieriger. Ja, klar. Was schlägst du da vor? Also es gibt natürlich unterschiedliche, wir machen manchmal, dass die Wortmeldung geht natürlich auch. Ihr habt so ein, ich habe es gerade nicht, so ein Wortmelde-Dings, so ein Symbol, wo man virtuell die Hand heben kann. Ja, genau, Elsa hat das gerade gemacht. Dann sieht man das oder man kann sagen, man schreibt irgendwie ein Sternchen in den Chat oder so, dann heißt das auch Wortmeldung. Okay. Aber am liebsten ist es mir eigentlich, ich beobachte die Gruppe und sehe ja sofort, wenn. Dann ist es die natürlichste Art. Jetzt sehe ich zum Beispiel, dass Michael möglicherweise eine Frage hat. Ja, ich habe in der Tat, wo ist dieses Symbol für Wortmeldung? Das kenne ich von Adobe Connect, aber hier sehe ich es nicht. Gibt es das gar nicht? Doch, das gibt es. Man muss den Chat und die Teilnehmerliste, glaube ich, einblenden oder eins von beiden. Auf jeden Fall die Teilnehmerliste einblenden und dann kriegt man unterhalb der Teilnehmerliste so Symbole. Und da ist auch ein Thema, okay. Dabei. Ja, okay.
Ja, ist ein bisschen versteckt. Die Vorbereitung, wenn man da eine völlig neue Gruppe kriegt, die auch alles sowas aufmerksam zu machen. Ja, klar, das ist einfach Übung. Hélène? Ja, genau. Das wollte ich eben zeigen, das funktioniert auch noch. Das sind wir ja alle aus der Schule gewohnt. Du hebst die Hand und dann sieht der Lehrer, dass du was sagen willst. Und das funktioniert bei Videochats natürlich auch. Da muss man jetzt gar nicht allen erklären, macht doch bitte die Teilnehmerliste auf und dann findet ihr unten drunter so eine kleine Liste mit Icons, sondern das funktioniert natürlich. Also funktioniert am besten, ja. Ja. Genau, ansonsten, was ich halt auch gerne mache, das ist bei Gesprächen, dass ich einfach regelmäßig Rückfragpausen mache. Also eben gucke, dass wir nicht eine Dreiviertelstunde lang Monolog haben, sondern in regelmäßigen Abständen einfach mal das Gespräch auch mal unterbrechen, zusammenfassen und dann einfach mal die Fragemöglichkeit in die Gruppe gebe, mit dem Hinweis, dass die nicht per Mikrofon dabei sind, auch den Chat nutzen können. Ja. Und natürlich kann man, so gut ist, dass die Namens, dass immer die Namensschilder dabei sind. Das habe ich ja oft nicht in Kursgruppen. Und dann kann man einfach ganz persönlich wen ansprechen, wenn ich mir so gemerkt habe aus der Vorstellungsrunde das eine oder andere. Und dann kann ich direkt darauf eingehen und sagen, Hélène, du hattest doch, ist das erklärt oder wie auch immer, ja? Okay, ich zeige jetzt noch ein paar Sachen und dann können wir noch mal eine Runde machen. Also das ist jetzt so die absolute Standardtechnik, ja, also Headset, USB oder ein bisschen bessere Webcam sollte schon sein, also nicht die für 15 Euro, sondern besser die für 50. Das Teil ist irgendwie okay, aber es ist immer, das ist immer diesen Raumklang ist dabei. Man ist immer relativ weit weg, aber das wäre dafür gedacht, dass es auf dem Tisch steht und irgendwie eine kleine Runde drumherum sitzt. Das hier ist ein super Lautsprecher. Das hier hat in ähnlicher Form oder genau das gleiche, vielleicht sogar Tobias auch gerade. Ich habe ein anderes. Okay. Aber gut, das ist Funkmikro, das funktioniert auch wunderbar für Tischrunde oder für größere Gruppen. Dazu braucht man ein kleines Mischpult, damit man den Ton in den Computer bekommt. Das Mischpult steht bei Tobias auf dem Tisch, habe ich gesehen. Das ist noch so eine rote Alternative. Hélène, kennst du das? Nein, wir hören dich gerade nicht. Dein Mikro ist aus, Hélène. Ja, Entschuldigung. Das ist der rote Caster, wo ich gerade den Namen verwechselt habe im Chat. Das kenne ich und das habe ich. Und okay. Das ist wunderbar. Okay. Vor allem, es hat einen richtig guten Popschutz. Also diese Headsets haben ja oft den Nachteil, dass man schon die Plüschkatze draufziehen muss, wenn man nah am Mund einen gescheiten Popschutz haben will. Ja. Bei dem Mikrofon vielleicht auch noch zur Ergänzung. Ich habe das hier ja auch stehen. Das ist auch wunderbar geeignet, wenn man mit mehreren Leuten am Tisch sitzt. Also auch so 3-4 Leuten irgendwie an einem kleinen Tisch. Und das von der Entfernung Meter oder so wegstellen, 1,50 Meter ist auch noch okay, bringt noch eine sehr, sehr brauchbare Sprachqualität bei kleineren Gruppen. Annegret. Mikro einschalten, bitte. Dein Mikrofon. Ich kann es auch, nein, ich kann es nicht einschalten. Es läuft nicht. Wir hören nichts. Doch. Jetzt. Kannst du gerade mal zurückgehen zum Mischpult? Ja. So. Das war gerade ein bisschen schnell. Also das braucht man, wenn und weil. Genau, also hier kann man dann einstecken, das, was aus den Funk, also den Ton aus den Funkmikros. Also hier werden Mikrofone eingesteckt. Ich kann das auch irgendwie, glaube ich. Soll ich es vielleicht gerade mal zeigen? Warte, ich kann hier kommentieren auch, das ist sehr, sehr deutlich. Also hier kann man Mikrofone einstecken und gleichzeitig kann man hier auch Lautsprecher einstecken. Ja? Also das heißt, hier wird dann der Ton aus der Konferenz kann übertragen werden in den Lautsprecher und der Mikrofonton kommt auch rein. Und das Ganze hat ein USB hinten dran, ist eine USB-Schnittstelle. Und dann kommt es in den Computer rein. Also es wird zwischen die Mikrofone
und den Computer geschaltet. Also das brauche ich ab, also wenn ich jetzt so einen Lautsprecher auf dem Tisch habe, so ein rundes Teil, brauche ich das dann da schon? Nein, dann nicht. Man braucht es für eher die professionellen Mikrofone. Also für Funkmikrofone braucht man es in der Regel. Okay. Ja, damit man die in den Computer einspeisen kann. Ich kann dir gleich gerne noch mal ein Beispiel zu geben, Annegret, weil ich das Setting hier ja auch aufgebaut habe. Und dann sieht man es auch direkt im Einsatz. Ja, Elen hat da, glaube ich, auch noch eine Frage. Ich wollte nur sagen, dass der Rodecaster Pro einem auch das Mischpult ersetzt. Ah, super, werde ich mir anschauen. Super. Okay, dann schauen wir mal. Die Else, die stellt gerade im Chat noch die Frage, ob wir Erfahrung haben, ab welcher Gruppengröße man den Überblick verliert. Ich glaube, das gehen wir nach dem Technikteil auch auf jeden Fall nochmal mit ein. Unbedingt, ja. Unbedingt kann ich genau dazu sagen. Und der Lars, von ihm kommt der Ruf nach mehr Didaktik. Und auch das wird kommen. Ja, wie lange haben wir denn Zeit? Wie lange habt ihr denn Zeit? Also wir sind jetzt ja fast eine Stunde drin. Also ich würde sagen, wir sollten uns jetzt vielleicht bis maximal noch eine halbe Stunde, 11.30 Uhr geben. Wäre das für die Anwesenden okay? Gut. Ja. Also das hier ist auch ein tolles Teil. Hat Tobias im Büro stehen und kann halt wunderbar zoomen, macht wirklich super Bildqualität, hat eine Fernsteuerung dabei. Und es gibt auch noch Audio-Ausstattung dazu. Also wirklich fantastisches Bild. Das hier macht auch gutes Bild, ist aber deutlich teurer. Habe ich zu Hause, das Teil habe ich euch gezeigt. Das habe ich hier mit dabei, weil es so schön klein ist. Und flexibel und sehr gutes Zoom hat und eben diese automatische Gesichtserkennung. Ja, hier wird es ein bisschen verspielter. Das ist ein sogenannter Telepräsenzroboter, den kann man auf den Schreibtisch stellen oder auf den Besprechungstisch. Und der repräsentiert dann eine nicht anwesende Person, die dann sich drehen kann und auch alles sehen und hören und natürlich auch mitreden kann. Und das kann eben ferngesteuert werden von der Person, die da drauf ist. Und das kann man in Zoom-Meetings einbinden. Das ist hier nochmal was Fortgeschritteneres, aber das habe ich nicht und das lässt sich auch leider nicht wirklich so gut mit Zoom verbinden. Das hat unten so Rollen und so ähnlich wie ein Segway wird das also ausbalanciert und damit kann man dann im Büro oder sonst wo rumfahren und mit den Leuten sprechen. Also das heißt, da hat man auch die Bewegungsmöglichkeit im Raum. Das Teil hier habe ich auch, das ist zu Hause aber und das bewegt sich, je nachdem, wo ich mich befinde. Also das verfolgt mich auch im Bild und hat noch ein paar andere interessante Funktionen. Das wären hier Settings auch, die mit solcher Technik möglich sind. Das ist eine hybride Veranstaltung in der Stadtbibliothek in Salzburg, bei der aber auch ganz viele andere auch noch online mit dabei waren. Die haben also Tablets aufgestellt und Ton läuft über Mikrofon und Kamera und es ging ums Lesen, Entziffern von Kohärenzschrift. Und man sieht ja auch auf der rechten Seite ein paar der Online-Teilnehmenden. Also das war lustig und ist, glaube ich, war ein gutes Beispiel auch, wie wir da Zugänglichkeit an irgendwie am traditionellen Lernort geschaffen haben und alte Schriften und Bibliothek, das hat alles gut zusammengepasst. Ja, das ist ein Satz hier im Museum, das waren zwei Museen gleichzeitig und online, die man hier jetzt nicht im Bild sieht, weil das war der Protest. Das war ein Beispiel aus dem Stadtspaziergang. Hier sieht man nochmal das Gimbal, wie es heißt. Ja, Gimbal im Einsatz. Und dann habe ich noch, das ist ganz lustig, eine Drohne. Und die kann ich auch in die Videokonferenz einbinden. Also das ist jetzt Videokonferenz irgendwie von der grünen Wiese. Und dann sieht man das Dorf nebenan von oben und mit einem Live-Flug. Das sind hier noch hybride Settings, also ein großer Fernsehbildschirm ist dann dafür total praktisch. Und eben Funkmikrofone und dann kann man
kann man wunderbar externe Teilnehmende integrieren. Ja, okay. Vielen Dank. Toller Überblick. Ich würde da jetzt einfach gerne mal anschließen. Und zwar war jetzt auch mal so die Frage von der Annegret nach auch dem Mischpult. Und ich habe auch gesehen, als du die Logitech-Kamera gezeigt hast, ich sag mal, auch der Preis da deutlich wurde. Da kommen wir jetzt ja auch gleich auch mal so zu dem Punkt Kosten von der Hardware. Gerne auch noch mal 2, 3 Wörter auch noch mal dazu sagen. Zum einen, ja, die Kamera, diese Logitech, du hast gesagt, die habe ich hier auch stehen, das ist auch richtig. Ich kann hier auch direkt mal umstellen. So, genau. Und ja, ich habe jetzt hier diese Kamera jetzt im Prinzip direkt vor mir stehen und habe hier eine Fernbedienung, mit der ich auch ja, die Kamera auch schwenken kann. Was für tolle Szenarien damit möglich sind, das werde ich gleich einfach auch nochmal zeigen, auch in unserem Projekt, was wir gemacht haben, Einsatz. Zuerst nochmal geht hier auch der Blick, da kann ich nämlich auch schön das Mikrofon hier zeigen, das Mischpult. Und zwar, Annegret, dieses Mischpult, das ist im Prinzip eine Erweiterung der Soundkarte von dem Computer. Und zwar, wenn wir Funkmikrofone haben. Also du siehst hier hinten, ich habe hier so normal, also richtige Funkmikrofone, die über so ein XLR-Kabel verbunden werden sollen. Die kriege ich ja nicht an einen Computer angeschlossen. Und da brauche ich so eine Mittlerstelle dazwischen. Und da ist hier dieses Yamaha-Mischpult. Das ist wirklich super, weil das braucht keine externe Stromversorgung und das wird einfach per USB an den Computer angeschlossen und wird bei Zoom als Audioschnittstelle im Prinzip als Soundkarte erkannt. Und ich habe dann hier einfach die Möglichkeit, mehrere Mikrofone, in dem Fall, ich habe hier 2 Funkmikrofone angeschlossen, wenn man zu zweit mal ein Interview führt. Ich kann aber auch per Klinke oder per Cinch einfach anschließen und habe dann auch hier über das Kabel die vom David gerade erwähnte Bose-Box dann angeschlossen, die wirklich auch Räume für 30 Leute oder sowas ist, wirklich eine super Sprachübertragung auch da ist. Warum benutze ich gerne Funkmikrofone? Also ich habe hier, wie gesagt, so einen normalen Sender hier ja auch an der Seite stehen. Ich bin gerne flexibel, also gerade bei Veranstaltungen und laufe auch gerne rum. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auch mal gerne rumlaufe, kann ich verschiedene Szenarien in der Kamera einfach auch programmieren, verschiedene Szenen und Bildausschnitte und kann mich dann einfach auf freiem Raum bewegen und habe keinen Kabelsalat. Das ist jetzt in einem kleinen Arbeitszimmer. Ich sage mal, das ist natürlich der Luxus, wenn die Technik auch da ist. Aber auch in einer großen Veranstaltung macht das durchaus Sinn. Vor allen Dingen auch, wenn ich einen zweiten Moderator oder Kollegen dabei habt, denn David, du kannst jetzt zum Beispiel auch meine Kamera steuern. Na? Bist du noch da, David? Ich habe mal vergessen, mein Mikro anzuschalten. Genau. Ich hab die Kamerasteuerung jetzt beantragt. Genau, also das heißt, da kam jetzt gerade bei mir so ein Fenster mit David Rödler möchte meine Kamera steuern, habe ich jetzt ja gesagt. Und David kann jetzt von seinem Computer aus im Prinzip meine Kamera jetzt steuern. Und das ist halt auch fantastisch, wenn ich ein Setting habe, wo ich jetzt vor Ort keinen zweiten habe oder keinen Kollegen habe, dass er sich einfach übers Internet mit reinschalten kann. Also ich habe hier jetzt Steuertasten und kann tatsächlich in jede Richtung das steuern und auch zoomen. Genau. So, dann schalte ich hier nochmal um. Und wie gesagt, mit einem Klick, ich kann auch mehrere dieser Kameras, kann ich hier auch verbinden und mit einem Klick die einfach auch umschalten. Und das Tolle ist, ich benutze die ja nicht nur für diese Webinare, sondern der Einsatz bei Veranstaltungen, der ist wirklich auch fantastisch. Also wir haben im Moment ein Projekt Smartphone entdecken, ein Medienkompetenzprojekt für Menschen über 55. Auch hier gibt es die Verbindung von Veranstaltung vor Ort und Veranstaltung online. Und die Veranstaltung vor Ort, die habe ich alle mit dieser Logitech-Kamera
auch live übertragen. Also das heißt, auf der einen Seite gab es ein Livestreaming, dass eben die Leute von zu Hause, die eben nicht dorthin kommen konnten, die konnten ganz normal zugucken, die konnten sich auch, ich sag mal, über den Chat beteiligen oder die konnten sich auch per Video mit dazuschalten. Ich hatte einen Referenten, ist hier unten, den Datenschutzbeauftragten von der Stiftung Warentest, der war in Berlin und mit dem habe ich im Prinzip den Abend inhaltlich auch gestaltet. Das heißt, der war dann an der Leinwand auch projiziert, sieht man hier rechts im Bild, hier so hinter mir, ist eine Leinwand. Das heißt, für die Personen im Raum war ein Blick-zu-Blick- oder Face-to-Face-Kontakt. Ich hatte, das sieht man genau hier rechts neben mir steht ein kleines iPad auf dem Ständer. Klick mal unten auf Vergrößern, ich glaube, dann wird es, genau. Stimmt, sieht man es so besser? So ist viel besser. Genau, sicher. Also hier rechts neben mir ist ein iPad auf einem Ständer und da bin ich über die normale Zoom-App einfach mit dazugekommen und ich hatte, somit hatte ich den Face-to-Face-Kontakt mit dem Menschen, mit dem Peter Knag vor Ort und in der genau, so sah dann im Prinzip die Übertragung der Videokonferenz aus. Und alles, was im Raum gesagt wurde, wurde über Funkmikrofone gesagt. Das heißt, die Leute vor Ort, wenn die Kommentare hatten, wenn die Fragen haben, die haben einfach in so ein Funkmikrofon gesprochen, dass die Leute online das auch gehört haben. Und wenn die geantwortet haben, wurde das über eine Box übertragen. Witzigerweise, ja, das zeigt auch, wie wichtig dieser Blickkontakt oder dieser Angesicht-zu-Angesicht-Kontakt da ist. Die Leute, wenn die gesprochen haben, die haben alle die Wand angeschaut, wo der Referent drauf projiziert war. Also er stand da ja nicht physisch, sondern da war ja nur ein Abbild von ihm, also ein Monitor. Aber man hat sich instinktiv immer zu dieser Person umgedreht und sich angeschaut. Und es war wirklich für die Anwesenden aufgrund der guten Video- und Tonqualität ein Erlebnis wie ein Gespräch vor Ort, als wäre er auch vor Ort gewesen. Die andere Erweiterung, das ist dann, ich sag mal, Gesprächsrunden, Expertenrunden. Wir hatten dann kleine Gesprächsrunde. Auch hier ist dann die Logitech-Kamera fantastisch, weil ich einfach von einem Punkt ranzoomen kann, um einen besseren Bildausschnitt zu haben. Und links steht dann auch nachher noch das iPad mit dabei, wo man dann einfach Leute extern noch mit an diesen Tisch mit dazu holen kann, wie es der David gerade auch mit seinem Telepräsenzroboter auch gezeigt hat. Also das heißt, die Einsatzmöglichkeiten, die sind wirklich enorm. Man hat zwar erstmal einen hohen Posten an Ausgaben, aber ich mache nicht nur Videokonferenzen, ich kann komplettes Livestreaming von Veranstaltungen machen. David, der spielt wieder mit meiner Kamera rum, ne? Also ich kann komplettes Livestreaming machen. Ich kann komplette Veranstaltungen auch öffnen, dass Leute aktiv teilnehmen können. Also nicht nur ein Streaming, sondern eine dialogzentrierte Öffnung nach außen. Und das finde ich halt wirklich fantastisch in diesem Gesamtpaket, welche Möglichkeiten sich da ergeben. So, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, es gab jetzt eine ganze Menge Input. Gibt es von euch denn jetzt mal einen Gesprächsbedarf, Rückmeldungen oder Fragen, dass wir mal ins Gespräch reingehen? Genau, wir haben zum Beispiel auch noch die Frage von Else offen mit der Gruppengröße. Richtig, genau, die können wir als erstes aufnehmen. Das heißt, David, du hast die Erfahrung auch in der Hochschule. Ab welcher Gruppengröße wird es dann unübersichtlich? Genau, nicht nur dort. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Fragen, vielleicht auch noch weitere Fragen reintippen, weil ich rufe jetzt nämlich schnell ein Bild auf, das ich euch zeigen will. Wie man super arbeiten kann mit großen Gruppen. Kleinen Moment. Genau, hier sieht man das gut. Gut, also wir starten mit der Gruppengröße, das passt natürlich. Genau, hier kommt das Bild. Das war ein Webinar im Rahmen einer Initiative, an der ich mitarbeite. Das nennt sich Digi4Family, ist Familien-Elternbildung zu digitalen Themen. Und das war
ein Webinar zu Smartphone und Kinder. Und das hat so viel, das hat hier wirklich an die 150 Teilnehmende waren dabei. Also man sieht hier die Anzahl. Und dann haben wir eine Zoom-Version verwendet, wo nicht alle die Kameras einschalten können. Also 144 Bilder, das hätte uns überfordert. Und auch die Teilnehmenden überfordert. Aber es gibt dann so gute Interaktionsmöglichkeiten, und zwar einerseits der Chat für irgendwie so das Nebengeplänkel und das Kommentieren des Geschehens. Und dann aber auch ein Frage-Antwort-Tool. Und das Witzige an diesem Tool ist, dass Fragen, die von Teilnehmenden gestellt werden, dann, man sieht hier 7 Likes und hier 3 und hier 2, bewertet werden können. Das heißt, die Fragen, die rutschen weiter rauf, die vielen wichtig sind. Und was auch möglich ist, das sieht man hier nicht, weil ich hier Host war, aber für normale Teilnehmende war das dann so, die konnten dann zu den Fragen, die schon gestellt worden sind, also hier Hörspiele beim Bett einschlafen, die konnten dann noch kommentiert werden. Also das heißt, jemand konnte noch eine Ergänzungsfrage zu einer schon gestellten Frage stellen. Und auf die Art konnte wirklich, also in Echtzeit, also eine ganz hohe Dynamik und Interaktion geschaffen werden. Und das ganze Webinar war kein Vortrag, sondern das war irgendwie eine Fragestunde, die aber wirklich sehr, sehr konkret auf das ging, was also über 140 Leute haben wollten. Also das war eine Möglichkeit mit großer Gruppe. Und es gab also, an sich gab es nur den Experten und die Moderatorin. Ja, so sah das aus. Sonst ist, glaube ich, in einem normalen Setting, ich habe euch dieses Bild vorhin gezeigt von dieser Kursgruppe, also das ist diese 36 Leute, das genügt dann normalerweise. Das ist dann, also es geht sicher auch noch mehr, aber das mit der Gruppengröße war noch sehr okay. Aber es braucht dann natürlich einfach viel, viel Übung und Aufmerksamkeit auf die richtige Stelle im Lenken, damit man nichts übersieht. Eine Frage, David, dazu. Bitte. Wenn du diesen Kurs machst mit diesen 36 Leuten, machst du den dann alleine oder hast du immer noch einen zweiten, der sich so ein bisschen der so eine Assistentenfunktion hat? Genau. Also ich mache das jetzt schon 10 Jahre lang und hab dadurch, glaube ich, doch einiges jetzt an Erfahrung und weiß, wohin ich schauen muss. Aber wenn das jetzt jemand damit anfängt, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich da wen dazu zu holen zur Unterstützung, wenn irgendwas technisch nicht so läuft und aber auch dann zu sehen, was kommen da für Fragen oder so, und die dann das rein zu moderieren, zu unterstützen. Ja, also nicht immer braucht es diese Moderation. Man kann, wenn man sich das zutraut und Lust drauf hat, auch mit großen Gruppen alleine arbeiten, aber sinnvoll ist es natürlich, eigentlich in jedem Fall, ja, Unterstützung zu haben. Okay, danke. So, gibt es doch Fragen oder Rückmeldungen? Ja, weitere? Ich habe es gerade mal erstmal ausprobiert. Ich habe mich gemeldet. Wer sieht eigentlich, dass ich mich gemeldet habe? Keiner? Mach ich's nochmal? Ellen winkt. Ja, doch, das sehen wir. Ja, genau, im Chat. Ah, jetzt sieht man es. Ah, okay, ja. Dann muss ich da vielleicht nochmal drücken. Ah, ja, man muss es eingeschaltet lassen. Vielleicht ja, was das auch wieder aus. Ja, ich wollte ein bisschen auch auf den Lars eingehen, bitte mehr zur Didaktik. Und das verbinden mit der Präsentation, die ich gerade gesehen habe von Tobias. Mich hat total beeindruckt, wie man eine Gruppe reinkriegen kann, und versuche das jetzt in meine Schulwelt mal unterzubringen. Und Tobias zu fragen oder auch dich, David. Also ich sehe in Zettig tatsächlich kranke Schülerinnen, kranker Schüler im Krankenhaus, möchte in die Klasse mit integriert bleiben und mit an dem Unterricht teilnehmen wollen. Das sehe ich tatsächlich durch das Setting von Tobias gerade. Fragt mich natürlich gleichzeitig, was ist das für ein Aufwand, den ich treiben muss, um das ganze Ding sicherzustellen?
Ist das vorstellbar? Also heute kann ich mir das noch nicht vorstellen, weil ich einfach glaube, die Schulen haben einfach die Infrastruktur noch nicht. Jetzt bin ich ja doch wieder bei der Technik verflucht. Aber ich komme wieder zurück zur Didaktik. Wie kann man das tatsächlich irgendwie hinkriegen, dass man das in so einen Klassenraum kriegt? Ja, also antworte ich vielleicht auch direkt drauf. Wir hatten gestern zum Beispiel ein Webinar und da gab es zum Beispiel von den Kollegen aus dem evangelischen Dekanat Heppenheim eine Live-Zuschaltung aus dem Haus der Kirche, also hier in der Mitte auch zu sehen. Das war jetzt noch so in einem Vorgespräch, das heißt, die hatten dann wirklich ein Setting auch aufgebaut, wo Leute mit dazukommen konnten, um aktiv auch an dem Webinar teilnehmen zu können. Dieses Setting, das bestand aus einer herkömmlichen Webcam, also wie David vorhin gezeigt hat, mit 60 Euro. Das war ein ganz kleines Geringer Mischpult, das kostete, ich glaube, 40 Euro kostet das und ein Mikrofon für ungefähr 80 Euro. So. Und das zu der normalen Ausstattung Computer mit einer Lautsprecherbox und das Bild über den Beamer, was denn ja auch da ist. Das heißt, an Neuanschaffung war das relativ wenig, hat aber den nachhaltigen Effekt, dass die Technik jetzt ja da ist und immer wieder verwendet werden kann. In deinem Beispiel, der Schüler, der braucht eigentlich nur ein Smartphone oder ein Tablet, ja, um wirklich auch mit dabei zu sein. Und ich sag mal, wenn du das in einem festen Setting einbaust, hast du halt einmal die Investition, hast dann aber die Technik auch vor Ort, die du mehrfach benutzen kannst. Beantwortet das so ungefähr deine Frage? Ich habe gesehen, dass noch einige andere noch einen Kommentar abgeben wollen. Elaine habe ich zum Beispiel gesehen. Ja. Also es hat mir insofern die Frage beantwortet, als dass das eben möglich ist. Ich weiß aber jetzt noch nicht genau, wie die Interaktion aussieht. Also wenn jetzt ein Lehrer muss ja jetzt plötzlich noch mehr beobachten. Er muss nicht nur seine Klasse beobachten, sondern auch noch den kranken Schüler oder die kranken Schülerin. Wie man das, also das mit deinem iPad in deinem Raum, wo du kommunikativ verbunden warst mit deinem Referenten in Berlin, das ist so eine Vorstellung, da konnte ich mir das vorstellen. Und du hattest auch gezeigt, wie du in einer Gruppe gesessen hast und das iPad mitgenommen hast und dann die Gruppe mit der Schülerin, mit dem Schüler in Kontakt treten konnte. Mhm. Das muss doch in der Klasse eine entsprechende Infrastruktur besitzen. Du musst ja möglicherweise sogar eine Zoom-Kamera haben, die mitläuft, die das mit aufzeichnet irgendwie. Und schon wird für mich das Projekt immer größer und ich eigentlich versuchen möchte, das ein bisschen kleiner zu kriegen. Ja, aber da würde ich sagen, ich kenne das Gefühl ja, also dass man versucht, etwas zu konstruieren und dann, was wäre, wenn, ein bisschen größer, noch ein bisschen größer und dann dies und dies. Also ich glaube, man kann einfach erstmal klein anfangen und dann gucken, okay, ausprobieren. Es ist ja auch nicht so, ich bin noch nicht seit 10 Jahren mit dabei, erst seit etwas kürzerer Zeit, seit knapp 1,5 Jahren mit diesen Webinaren. Ich bin im Bereich der Medienpädagogik und im digitalen Lernen schon etwas länger dabei. Aber mit diesem Webinar, mit der Technologie beschäftige ich mich seit 1,5 Jahren. Und das wächst. Ja, und da muss man einfach mal gucken, weil man bekommt auch immer wieder neue Ideen, was man einfach noch machen kann, wie man noch was erweitern kann. Und oftmals, was mir bei meiner Veranstaltung auch geholfen hat, ist, dass ich auch in bestimmten Settings gar keine schwenkbare Kamera brauche, sondern einfach nur eine weitwinklige Kamera, dass eben mehr Leute auch zu sehen sind. Und wenn ich die nicht habe, da kriegt man für 20 Euro so kleine Aufsätze für Smartphone, für die Kamera, die kann man draufsetzen. Damit habe ich zum Beispiel bei dem Smartphone-Entdecken-Projekt gearbeitet, da hatte das iPad, das hatte einfach so einen kleinen Linsenaufsatz vor der Kamera und schon hatte ich einen weitwinkligen Bereich, wo ich viele Leute, also eine komplette Tischrunde abfilmen konnte. Okay, da muss man einfach ausprobieren. Genau. Super, vielen Dank. So, Elaine, du. Ja, ich wollte einfach noch mal ein Praxisbeispiel beitragen zu dieser Frage. Also die Gruppengröße ist da etwas kleiner. Ich hatte mal eine Firmengruppe mit einem Mitglied im Rollstuhl. Das heißt, nicht alle Interaktionen, die wir gemacht haben, waren für sie barrierefrei. Gut, so eine Firmengruppe sind nur 20 Leute und die sind vielleicht auch noch mit einer anderen Motivation dabei, weil sie freiwillig da sind als in der Schule. Aber meine Erfahrung ist, also das Mädchen, die junge Frau hatte ein Handy und ich hatte ein Handy.
Und ich habe dieses Handy schlicht und ergreifend immer an denjenigen weitergereicht oder diejenige, der die etwas erzählen wollte oder etwas zeigen wollte. Also ich habe da nicht die große Mühe gehabt und interessanterweise waren die selbstdisziplinierenden Eigenschaften dieser Gruppe. Also die hat sehr schnell gesagt, jetzt seid doch bitte mal leise, XY redet mit der jungen Dame. Ja? Also da hat die Gruppe sich selbst erzogen, in drei Anführungszeichen, derjenigen, die da physisch nicht dabei sein konnte, das Dabeisein zu ermöglichen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Klasse auch funktioniert. Ich glaube, man muss es gut einführen pädagogisch, aber dann sehe ich jetzt auch nicht so die großen Probleme. Darf ich sage jetzt mal, so ein wildes Winken sehe ich auch immer aus dem Augenwinkel, ja, selbst wenn das Handy bei mir auf dem Lehrerpult steht. Ja. Darf ich euch noch was zeigen, was technisch ist auch? Ich meine, ich finde das super, ihr lernt mit Smartphone rumreichen und so weiter. Also man kann sich wirklich behelfen mit irgendwie Technik, die da ist. Ja, man braucht nicht unbedingt immer was kaufen. Aber natürlich irgendwie ist es dann schon toll, wenn man dann zum Beispiel so ein Teil hätte. Ja, auf das bin ich jetzt kürzlich gestoßen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gezeigt habe. Das ist eine Mikrofonleiste. Und die kommt dann, ja, man sieht es hier noch ein bisschen klein, die kommt dann hier so in den Raum hinein. Und das ist anscheinend für 10x10 Meter große Räume, also doch relativ große Räume, geeignet. Und man braucht dann keine Mikrofone mehr. Also das ist Lautsprecher und Mikrofon. Und das macht dann irgendwie so eine Art virtuelle Mikrofone, zaubert das in den Raum, so wie hier. Ja, dann gibt es also überall ein Mikrofon und man kann also, wie man das hier auf diesen Bildern sieht, genau, also bis zu so einer Größe, ja, kann man dann frei sprechen. Und ich meine, das finde ich natürlich super für Workshop, Klassenräume oder was auch immer. Egal wo man ist, man wird gehört anscheinend. Ich hab also so kurze Testvideos gesehen, die waren super. Jetzt gleich mal der Nachteil, es kostet 7.000 Euro. Okay. Ja, aber jetzt nochmal, jetzt muss man nochmal bedenken, ja, was kostet, also Miete von einem doppelt so groß, also wenn man jetzt statt 10 Quadratmeter 20 Quadratmeter oder so bräuchte, mieten müsste, also oder wie auch immer, also das muss man ja umrechnen, man kann möglicherweise auf andere Infrastrukturen verzichten. Sicher, ich meine, da muss man auch halt immer je nach Einrichtung und Bedarf einfach auch schauen. Und ich sag mal jetzt gerade bei uns in so einem großen Landeskirchengebiet, wenn ich sag mal, die Kosten einer Videokonferenzsoftware und Kamera dann den Fahrtkosten gegenüberstelle, die ich im Jahr spare, dann habe ich im Prinzip nach einem Jahr eigentlich alles subventioniert oder im Prinzip die Kosten wieder draußen. Ja. Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt für sich alleine irgendwie so ein Setting aufbauen möchte. Das ist auch ganz klar. Michael, glaube ich, hat die Hand gehoben. Oder? Nicht mehr. Oder ist die doch oben, die Hand? Ich hatte wahrscheinlich ist sie verspätet jetzt angezeigt worden. Meine Frage ist beantwortet gewesen. Gut, wunderbar. Okay, super. Ja. Gibt es denn ansonsten noch Rückmeldungen oder Fragen? Okay, das ist dann auch gut. David, wenn ich dich verfolgen möchte oder ein bisschen schauen möchte, auf welche neuen Ideen du immer wieder kommst, ich weiß, du experimentierst ja immer sehr gerne und bist auch immer gerne am Zahn der Zeit. Wo finde ich dich denn? Also ich kann hier gerne mein Weblog, habe ich reingeschrieben. Also wo ich zum Beispiel auch gerade experimentiere, ist, wie kann man irgendwie so informelle Begegnung abbilden, also Pausen. Weil das natürlich ein wichtiges Element jeder Veranstaltung ist, wo man dann zufällig zusammentrifft mit Leuten und ins Gespräch kommt. Das habe ich da drin auch ein bisschen beschrieben gerade. Und da können wir ja auch noch darauf hinweisen, dass wir zwei zusammen im März nächsten Jahres eine zweitägige Fortbildung anbieten, und zwar eben um zur Moderation von Hybridveranstaltungen. Und die findet im Zentrum Bildung in Darmstadt und du bist am Wolfgangsee, ne? Also an zwei Orten und im Internet gleichzeitig statt. Genau.
Also man kann in Hessen, im Salzburger Land und im Internet an der Veranstaltung teilnehmen. Und auch nochmal der Hinweis auf Digi4Family. Zum Beispiel nächste Woche könnte spannend werden, eine Session über Virtual Reality, also über das dreidimensionale Immersive und was es für Bildungseinsatzmöglichkeiten geben kann. Aber auch viele andere Themen findet man dort. Mhm. Wunderbar. Deswegen, ich würde sagen, wenn im Nachklapp irgendwie noch Fragen auftauchen, das Video wird ja im Laufe des Tages dann noch bei uns im Blog der eebvirtuell.de gepostet, einfach per Kommentar, per Mail. Meldet euch. Wir werden auch noch ein paar Links noch zusammenstellen über Sachen, die wir heute gesprochen haben. Und ansonsten weise ich einfach nochmal auf die kommende Woche drauf hin. Da finden nämlich auch ein paar wieder sehr spannende Webinare auch statt. Am nächsten Montag geht es auch direkt weiter mit den Familienfunktionen von iOS und Android. Da ist der David auch mit dabei, eine Kooperationsveranstaltung mit Digi4Family. Und nächste Woche geht es zudem auch noch für die Podcast-Interessierten die Welt der Podcasts entdecken mit dem Jan Witzer zusammen. Sämtliche Termine sind auch bei uns im Blog eeb-virtuell.de. Ich bedanke mich bei euch allen für das rege Gespräch. Es war ein langer Talk heute, aber es war sehr, sehr interessant. Tolle Rückfragen, tolle Rückmeldung, tolle Themen. David, dir herzlichen Dank. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Freitag. Macht's gut und bis bald. Euch auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss.